Boot schwimmt, das ist schon mal die erste Miete. Hallo liebe Raubfischleser, mein Name ist Stefan Seuss und ich begrüße euch hier in meiner Heimat am Neckar. Wir befinden uns jetzt noch auf dem Altrheinarm. Hier haben wir das Boot gerade geslippt und fahren jetzt hoch in den Neckar rein. Ich habe da ein ganz interessantes Gebiet mir überlegt. Wir wollen hier auf Raubfische des Neckars angeln. Tagsüber wollen wir ein bisschen probieren, mit der Spinnrute Hecht, Zander, Barsch und Co. zu jagen. Und abends, wenn es dunkel wird, will ich probieren, mit dem Ballerholz ein paar Welse zu verlocken. Wir werden hauptsächlich den Mündungsbereich des Neckars befischen, wo der Neckar in den Rhein reindrückt. Ich bin gespannt, was passiert. Birger begleitet mich. Ich hoffe, wir können euch ein paar tolle Fische präsentieren. Auf geht's! Voller Optimismus machen sich Stefan und Birger mit dem Boot und fertig montierten Wallerrouten auf den Weg in Richtung Neckar. In der kurzen Rheinpassage geht es vorbei an großen Frachtschiffen und Industriegebieten zur Mündung des Neckar in den Rhein. Das Ambiente wirkt zwar nicht gerade naturnah, ist dafür aber fischreich. Wir sind jetzt mit dem Boot vom Rhein in den Neckar hochgefahren. Sind jetzt hier kurz vor der Schleuse und mir juckt es doch jetzt ein bisschen in den Fingern. Ich wollte eigentlich erst mit Birger anfangen, mit der Kunstköderrute ein bisschen die Räuber zu ärgern. Aber ich will jetzt mal eine Drift probieren bei Tageslicht, ob wir nicht vielleicht doch Neckarwels ans Band bekommen. Ich werde mit dem Wallerholz angeln, zeige euch mal ganz kurz mein System. Das ist ein Blei. Darüber habe ich so einen Gummioktopus, den kennen die meisten auch vom Meeresangeln. Der ist ein bisschen für die Lockung da, für die Lockwirkung. Und darunter kommt das Vorfach, ein kleiner, aber dafür scharfer Drilling. Und darunter frei hängt ein kleiner Einzelhaken, auf dem ich einen einzelnen Wurm anködere. Einfach aus der Erfahrung heraus, viele Neckarwaller kommen, sind sehr vorsichtig, zupfen nur die Wurmenden herunter und dann hier unten verwechseln sie das Fleisch mit einem Wurmende und schlürfen den ganzen Haken mit ein und so kann ich sie haken. Wir probieren es jetzt mal aus und dann widmen wir uns den anderen Fischen. Aber vielleicht ist es gerade so schwül, drückend, kommt jetzt ein Wels. Welswetter haben wir gerade. Mit einem ganzen Bündel quirliger Tauwürmer am Haken versucht es Stefan zunächst mit dem Klopfen. Dabei wird mit dem Wallerholz in kurzen Abständen ein recht lautes Geräusch produziert, welches den Waller zum Köder locken soll. Mit der Schnur in der Hand und dem Blick auf dem Echolot erkennt Stefan sofort, ob sich ein Interessent für das Tauwurmbündel findet. Ist gerade ein kleinerer zu meinem Köder hochgestürzt, aber der Biss blieb leider aus. Aber im Regelfall, wenn die Fische wie so eine Sichel, wie die Feuerwehr, da hochkommen, müssten wir eigentlich einen Biss kriegen. Aber schon mal ein gutes Zeichen. Vielleicht kriegen wir jetzt nur einen tagsüber. Der Wels hatte sich wohl anders überlegt. Es dauert aber gar nicht lange, bis der nächste Räuber auf das Klopfen reagiert. Genau am Köder der Fisch. Komm, 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 komm. Genau am Köder ist der Waller. Hab die Schnur in der Hand, damit ich auch jeden zaghaften Zupfer merke. Aber bis jetzt schaut er nur neugierig. Aber er bleibt da. Jetzt haut er ab. Ihr habt selber gesehen, die Welse haben uns jetzt richtig geärgert. Fast an jedem Platz, an dem wir angehalten haben, in dieser kurzen Zeit, die wir jetzt geangelt haben hier im Neckar, ist ein Fisch gestiegen. Einen kleinen Zupfer hatte ich auch, aber leider keinen verwertbaren Biss, keine richtige Aktion. Wir probieren das jetzt nochmal heute Abend. Ich denke, dann werden die Welse ein bisschen aktiver. Und jetzt wollen wir mal probieren, ein paar anderen Neckarräubern auf den Zahn zu fühlen. Wie gesagt, was können wir hier erwarten? Döbel, Rapfen, vielleicht ein Zander, Barsche. Wir probieren es jetzt mal. Wir schleppen jetzt mal hier entlang. Hier auf diesem unteren Neckargebiet dürfen wir auch vom fahrenden Boot aus angeln, vom treibenden Boot aus angeln. Und das wollen wir uns mal zunutze jetzt machen und probieren mal einen von den anderen Fischen, ob die mehr Lust haben, unsere Köder zu nehmen. Weil nervlich halte ich es heute Mittag nicht mehr länger aus. Jeder Wels, der kommt, haut wieder ab. Heute Abend kriegen wir es an Haken. Bis zum ersten Hotspot schleppt Stefan einen Wobbler entlang der Steinpackung. Doch der erste Fisch beißt auf einen geworfenen Köder in einer Schleuse.
vertreiben wir uns hier ein bisschen die Zeit mit dem Rapfenangeln. Also Zander beißen nicht, aber kleine Rapfen. Jetzt kein großer, ich drehe ihn mal rum. Aber ein kleiner Rapfen macht auch einen guten Biss und liefert einen guten Drill auf so einen ganz kleinen pinken Blinker, schnell geführt. Da sind die ganz scharf drauf. Habe jetzt schon zwei mitgefangen. Also den scheinen sie zu mögen. Die Räuber scheinen in Beißlaune zu sein. Und so präsentiert Stefan einen Wobbler in einem ruhigen Seitenarm des Neckars. Hier sind reichlich Futterfische vorhanden. Da sollte doch was gehen. Fisch, wieder weg. Doch da. Besser Kleinbarsch statt kein Barsch. Ach, viel besser. Na komm her. Sie werden größer. Das Problem hier auf der Strecke ist jetzt, ihr habt es ja schon gesehen, es ist sehr stark kanalisiert hier unten und wir haben im Rhein immer noch Hochwasser von dem vergangenen Regen der letzten paar Tage. Und der Rhein hat richtig Wasser hochgedrückt und hier in dem Neckarbereich strömt dann das Wasser zurück, steigt auch mit an. Und jetzt deswegen probieren wir hier ein bisschen in diesen flacheren Bereichen, wo jetzt dieses Hochwasser reinläuft, an den Hecken und Sträuchern hier mit der Spinnrute ein bisschen was zu machen, weil wir vermuten jetzt hier die Fische. Ich denke, die gehen auch aus der Strömung raus. Und naja, ein paar haben wir jetzt. Und sie werden langsam größer. Außer ein paar kleinen Barschen will jedoch zunächst nichts weiter beißen. Und so versucht es Stefan gegen Abend wieder mit dem Wallerholz. Ich habe jetzt nämlich mein Waller-Kopftuch angezogen. Mit dem Kopftuch fange ich immer einen Fisch. Fast immer. Jetzt und direkt rein, komm, auf. Ja, jetzt genau im Köder. Nein, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Aber auch mit Kopftuch entscheiden sich die Welse nur fürs Gucken, nicht fürs Anfassen. Ach Mann, das gibt's doch nicht. Ihr seht, wie hilfreich wirklich ein qualitativ hochwertiges Echolot ist. Das Problem ist bloß, ihr seht dann auch all das, was ihr nicht fangt. Und das ist manchmal echt schwer zu erleben. Da bleibt nur eins, warten auf die Dunkelheit. Mit weniger Licht sollten die Welse weniger zögerlich an die Köder gehen. Und tatsächlich, kaum ist die Nacht hereingebrochen, kann Stefan den ersten Wels haken. Da hinten ist er zu groß. Wie war der Spruch vorhin beim Barsch? So ähnlich kommt es jetzt beim Wels. Lieber Kleinwels statt Keinwels. Anfang ist gemacht. Das ist der dritte Räuber, den wir jetzt heute am Neckar fangen konnten. Es war bisher alles keine Riesen, aber ein bisschen was geht. Wir machen weiter. Der darf wieder schwimmen, der ist noch zu klein. Mannheim bei Nacht hat sicherlich seinen ganz eigenen Charme. Zudem die Waller jetzt richtig in Fahrt kommen. Aber dick ist er. Und wieder unten der kleine Einzelhaken. Kaum ist der Wurm wieder im Wasser, macht sich auch schon der nächste Wels daran zu schaffen. Ob es diesmal ein größeres Exemplar ist? Größer. Ja, doch, wieder ein Stück größer. Klein und gefräßig, so sind sie, die Welse.
Aber ich denke, das zeigt auch, die anderen Fische, die ihr auf dem Echolot gesehen habt, die nicht angebissen haben, was hier wirklich für ein toller Bestand im Neckar im Kommen ist, was da an Wels unterwegs ist. Und die wenigsten Angler trauen sich einfach an die Sache ran. Und ihr seht, so schwer ist es gar nicht, mal schnell an so einem Abend 4 Waller zu fangen. So, und ich freue mich jetzt auch auf meinen Schlafsack. Am nächsten Morgen wollen Stefan und Birger noch einmal versuchen, einen etwas größeren Rapfen zu fangen. Dafür steuert Stefan das Boot zielsicher durch das Industriegebiet Mannheims, bis der erste Hotspot erreicht ist. Das Welsangeln hat ja gestern schon mal ganz gut funktioniert. Und heute früh haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir wollen auch gleich noch mal auf Wels probieren. Aber vorher versuchen wir noch mal auf Rapfen. Wir hatten gestern zwar schon ein paar kleine, also wirklich kleine, aber hier gibt es auch größere Fische und davon wollen wir mal einen fangen. Wir haben hier so eine Schleuse angepackt, da habe ich gestern auch einen gefangen. Und sowas ist immer gut für Rapfen, da sprudelt ein bisschen Wasser rein, da sind immer Kleinfische. Und da versuchen wir mit einem kleinen Oberflächenköder. Vielleicht kriegen wir ja einen. Birger führt seinen Köder zügig und direkt an der Oberfläche von der Schleuse weg. Rapfen lieben solche Stickbaits. Und es dauert auch nicht lange, bis eine Attacke erfolgt. Dieses Mal scheint ein besserer Räuber zugeschnappt zu haben. Da habe ich gerade noch einen richtig schönen Oberflächenbiss von einem Rapfen bekommen in der Schleuse. Und der steht ein bisschen besser in der Rute. Das sind die Neckarräuber, Birger. Das ist ein schönes Ding. Schönes Vieh. Doch, kurz die Linse geputzt. Weil die hat der Fisch gerade nass gemacht, dann sieht man nichts mehr. Aber er ist auch noch nicht müde, wirklich. Da haben wir ihn. Ha, ist wirklich nicht schlecht. Ne? Geil, guck ihn dir an. Der hat doch so locker über 60. Ne? Tipptopp. Eine geile Attacke auf den Oberflächenköder. Das ist spektakulär. Nicht nur Waller, auch Rapfen im Neckar. Das Boot ist wieder draußen. Wir sind wieder ein bisschen trocken. Das Wetter hat sich doch in den Morgenstunden jetzt nochmal gebessert. Es war eine spannende Tour zusammen mit Birger hier auf dem Neckar. Der große Rapfen natürlich eins der Highlights. Die kleineren Welse haben Spannung gebracht. Und die anderen Fische, die Barsche und die kleineren Rapfen, war eine tolle Abwechslung. Also wir haben doch recht große Artenvielfalt an Räubern hier fangen können. Mit so einem großen Neckarwels hat es leider nicht sollen sein. Ich denke, das liegt daran, dass wir gerade die 20 Grad Mark im Wasser haben und das bedeutet Laichzeit für die größeren Wälse. Also Papa-Wels und Mama-Wels waren mit was anderem beschäftigt als mit unseren Tauwürmern. Aber die kleinen waren trotzdem spannend zu fangen. Und wenn ihr jetzt noch einen richtigen Wallaboliden, eine richtige Mama sehen wollt, wünsche ich euch viel Spaß bei dem nachfolgenden Tape. Bis dann, alles Gute, euer Stefan.